Hallo und willkommen zum heutigen Video. Wir haben einen lang ersehnten Gast hier bei uns. Hallo. Weiß nicht, wer ihn noch kennt, das wäre Matthias. Er hat ein anderes T-Shirt an. Magst du was dazu sagen? Ja, ich habe vor jetzt 8 Monaten den Arbeitgeber gewechselt und damit auch die Region und bin jetzt bei Elektro gelandet. Weil es halt doch relativ weit weg war, haben wir jetzt ewig keine Videos mehr gemacht und jetzt war er zufällig in der Gegend und er hat uns was mitgebracht. Yep. Und zwar ein kleines Multimeter für den Hausgebrauch. Ein Mastech Digital-Multimeter. Und das Coole an dem Teil ist, also grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es cool ist, wir haben es jetzt noch nicht getestet, das machen wir jetzt in dem Video, aber es hat Bluetooth. Und Matthias hat auch ein Tablet dabei. Mhm. Und wir werden dann alle möglichen Dinge versuchen, ob wir das irgendwie testen und sonstiges können. Wir haben ja auch zufällig einen Ostsee am Tisch stehen. Mhm. So, was ist denn da alles drin? Es ist sehr putzig klein. Es ist wirklich klein. Angenehm klein. Zeig mal, wie klein es ist. Ich hole mal schnell ein Referenzvergleichsgerät. Es ist putzig klein. Das ist schon mal nicht negativ, möchte ich sagen. Mhm. Und es hat einen Haufen Zubehör dabei, oder? Hoffen wir mal. Ja, so die Klassiker. So die Standarddinge. Es hat eine Batterie dabei, das ist schon mal gut. Superzell. Es hat Prüfspitzen dabei. Sicherheitsprüfspitzen mit vorne diesen Dingern, die man zum Glück runterkriegt. Mhm. Diese, wenn man in die Steckdose reinfasst, sich nicht töten, ja. Dinger. Also. Und es hat ein Thermoelement Typ K. Klassisch, mit dabei. Dann bauen wir mal die Batterie rein. Eine Stunde später. 2 Stunden später. So, es braucht einen 9-Volt-Block-Batterie, wie es eigentlich bei den ganzen Multimetern Standard ist, ne? Mhm. So, dann kommt das Ding wieder zu. Ein paar Sekunden später. Warum hast du das Ding ja nicht dabei? Wir haben es im Shop und dann war so der Punkt, okay, Multimeter braucht jeder von uns irgendwann mal. Mhm. Und dann war so der Punkt, okay, wenn du das Multimeter sowieso schon hast, dann stellst du es meistens irgendwo hin und willst irgendwie mal Messwerte aufzeichnen, das Ganze vielleicht mal, ne? Irgendwie ging mir neulich so, habe ich im Discord gepostet, ich habe den Ofen vermessen, mhm. den Rieflerofen. Und da war ich richtig froh um diese Bluetooth-App von dem Agilent, Keysight mittlerweile, weil da kann man halt die Kurve danach angucken und so und das macht schon Sinn. Also von dem her, ja, so, gerade für sowas ist Bluetooth ganz praktisch. Und das Ding ist preislich, glaube ich, attraktiv, hast du gesagt? Irgend so um die 50 Euro nachher im Shop und das ist, wenn man denn mal sich irgendwann eins zulegen möchte, fängt man an zu suchen und zu wühlen, gibt es die chinesischen für 2,50, wo du echt, naja, wollen wir mal gucken müssen. Und eben halt Jennis und... Ja, wir werden es mal quälen. Jetzt machen wir mal so Standarddinger. Na, jetzt gucken wir mal. Die Dinger gehen relativ zäh rein. Es piepst angenehm leise. Was haben wir denn für Einstellungen drauf? Wir haben Standardspannung, wir haben eine Temperaturmessung drauf, wir haben Durchgangsprüfer drauf, wir können Ströme messen, wir können 9 Volt Batterie messen und wir können 1,5 Volt Batterie messen. Und das kann ich nicht, NCV, das darfst du jetzt mal erklären. Das ist das nicht kontaktbehaftete Kabelsuchen. Nicht Kontakt, Non-Contact Voltage oder so, oder ja. Wie? Sollen wir das mal, wie kann man das probieren auch oder so? Wahrscheinlich nicht, oder? Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas an der Wand haben. Mua. Aber wir fangen mal mit so unwichtigen Dingen an, wie Durchgangsprüfer. Also so mal einfach gucken, 0 Ohm. 0 Ohm zeigt er an. Mit der Funktion schaltet er um auf Piepen. Das ist relativ flott, kann man nicht meckern. Ich zeige euch jetzt mal in nah das ganze Teil. Eben Spannung, Strom, das übliche. Ja. Dann hätte ich gedacht, testen wir mal die App entsprechend. Mhm. Du hast ja ein Tablet dabei. Ja. Ich bin jetzt mal so naiv, ich drücke jetzt hier oben auf Link. Da hat so einen blauen Link-Knopf und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er entsprechend. App ist runtergeladen. Genau, ich habe jetzt da oben den blauen Knopf gedrückt. Der erkennt da BDESDEV. Make sure the test leads are inserted properly. Ja. Achso, der geht schon. Mhm. Oder wie? Ah, das war's jetzt schon, oder was? Das war schon, das war die gesamte Magic. Also, das. Und, boah! Oh, das ist ja echt süß gemacht. Oh, cool. Rekord, was rekordet er jetzt? Du hast jetzt irgendwo in einem Bereich geschaltet, wo du eigentlich die Leads an Tesla Zettel anders. Ah, okay, das ist quasi wegen Strom statt Spannung. Und der macht jetzt Test
Punkte oder. Yep. So, dann machen wir Stopp. Okay. View. Ah, das hat eine Excel-Tabelle quasi. Mhm. Also eine CSV oder was er speichert. Ja, oder mit Graph direkt. Mhm. Okay. Schick. Jetzt haben wir gesehen, dass es gut geht. Jetzt machen wir mal Dinge, wo wir vielleicht sehen, dass es nicht mehr so gut geht. Okay, also das ja. Doch. Wir haben ja hier ein wunderbares, wundervolles Rode- und Schwarz-Ostsee stehen mit einem Signalgenerator drin. Und wir haben uns überlegt, wir gucken mal, wie gut die Wechselspannung in Bezug zur Frequenz gemessen werden kann bei dem Gerät. Weil eventuell läuft es ja über die Frequenz weg. Also wir haben ja hier unseren Spezialadapter, den kennen wir ja schon aus den Streams reichlich bekannt, das Teil. Und der wandelt quasi Hightech-mäßig BNC in Linke um. Und rein theoretisch müsste das Ding einen Frequenzgang haben. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt eine Wechselspannung aufnehmen, wir gehen jetzt mal hier auf Funktion AC. Jetzt muss ich mich hier erstmal durchquälen. Nicht vor, dass wir den ganzen Zeug rausschneiden. Ach, weißt du ansatzweise, wo der Signalgenerator war? Da ist das gern. Meinst du deins? So, wir haben jetzt quasi alles angeschlossen. Wir haben das Multimeter dranhängen. Wir haben das Ostsee auch dranhängen. Und zeichnen auf. Wir zeichnen am Tablet auf. Denn wir haben jetzt einen Signalgenerator eingestellt, einen Sinus mit 50 Hertz. Und Peak-Peak-Spannung, wie man erkennen kann, von 5 Volt. Und das Multimeter misst True RMS, also Root Mean Square. Das bedeutet, die Werte, weil man hat immer Probleme mit Sinusmessen, weil man hat negative Werte, positive Werte, das hebt sich irgendwie auf und komisch, und wenn man irgendwelche vernünftigen Werte machen will, messen will, braucht man True RMS. Da quadriert man alle Werte und zieht am Ende die Wurzel draus. Also quadriert alle Werte, macht die Summe, zieht eine Wurzel draus, dass man quasi so einen vernünftigen Wert hat, wo sich nicht die positive und negative Halbwelle aufhebt. Das Ostsee kann das zum Glück auch. Wir haben 5 Volt, Peak Peak, und wir haben einen RMS-Wert von 1,77 Volt im Ostsee drin. Wir haben eine Frequenz von 50 Hertz aktuell eingestellt. Das Gerät zeigt uns 1,764 Volt an, passt also bei 50 Hertz auf jeden Fall noch genau. Also jetzt bei 250 Hertz immer noch 1,764, passt also auch immer noch. Das Ostsee zeigt uns 1,8 an, aber das sehen wir mal als Rundungsfehler an. Dann gehen wir mal auf 2,5 kHz. Da haben wir 1,47, bei 3 kHz haben wir 1,255, bei 3,5 sind wir schon bei 0,987 Volt. Also jetzt sagen wir einfach mal, dass das Teil bis 1 kHz vernünftige True RMS-Werte anzeigen kann. Und warum kann es drüber keine Werte anzeigen? Ist ein ganz interessanter Effekt. Und zwar so ein Multimeter, das ist ein digitales Gerät, das zeigt ja nicht mit dem Zeiger uns irgendwas an, sondern der muss ja irgendwie mit dem Analog-Digital-Wandler irgendwie die Werte abtasten. Mhm. Und das kann er halt nicht unendlich schnell. Wenn man jetzt einen Sinus hat, der, sagen wir mal, 10 kHz oder sowas hat, dann schafft das halt einfach nicht, das so schnell abzutasten, dass er genügend Punkte kriegt, um dann noch einen vernünftigen Wert draus zu berechnen. Eigentlich ganz einfach. Sehr, sehr simpel. Also er wird einfach zu langsam. Aber 1 kHz, ich meine, der Großteil wird wahrscheinlich 50 Hertz messen, von dem her. Oder 100 mehr als oder 400. Oder 100 oder 400. Was auch dabei ist bei dem Teil, Typ K, Thermoelement, das kann man benutzen, eben wie ich ja auch schon gesagt habe, zu den Ofen vermessen. Mhm. Wenn man mal einen Schweinsbraten macht oder so, dann kann man mal gucken, ob der Ofen auch die Temperatur hat, die man einstellt, zum Beispiel, oder was auch immer. Das steckt man quasi hier direkt rein und dann geht man am besten auf Temperatur, wenn man die Temperatur messen will. Er zeigt erstmal nichts an. Doch, er zeigt Grad Fahrenheit an. Wir müssen mal auf den Knopf drauf drücken, damit er die Grad Celsius anzeigt. 26 Grad, wir haben es richtig warm hier im Büro. Mhm. Normtemperatur von meiner Zunge. Ich behaupte mal, das Ding ist sehr gut kalibriert. Und was man jetzt auch wunderbar erkennen kann, ich habe jetzt ja Spucke da drauf. Und jetzt kühlt es deutlich runter, 20 Grad, das wäre jetzt Verdunstungswärme. Das kühlt jetzt quasi das Thermoelement aus. Wir haben noch was anderes Schönes, und zwar eine nicht kontaktbehaftete Spannungsmessung. Genau, ich habe nämlich ja vorher schon gesagt, dieses NCV muss der Matthias erklären, das weiß ich nicht. Genau, und zwar, es ist einfach so für einen Hausgebrauch ganz nett. Funktioniert wie ein Kabelsuchgerät, nur es funktioniert. Genau, also die Kabelsuchgeräte sind je nach Qualität und so ab und zu etwas kritisch. Also ich habe ja vorher schon gefragt, wofür diese LED drin gut sein sollte. Also der hat hier oben wirklich eine LED, und wie man jetzt erkennen kann, wenn man zu dem Kabel hinkommt,
desto näher man am Kabel ist, desto schneller piepst. Ich bin mal ruhig. Desto schneller piepst er, da zeigt es auch in Streifen an im Display. Mhm. Wofür brauchen wir sowas? Sollte man in der Wand gerne mal ein Loch bohren wollen und da sind so Lichtschalter in der Nähe, könnte man mal gucken, ob da eventuell eine Leitung in der Wand ist. Dafür funktioniert es. Oder wenn man in seinem Kabelschrank irgendwo vielleicht noch eine aktive Leitung sucht, nach der Suche kann man dann immer auf die Suche gehen. Also da hat man eine gute Chance, dass man dann, wenn man an der Stelle, wo er schnell piepst, bohrt, dass man ein Kabel erwischt. Ja. Ja, also getestet haben wir es jetzt mal ausgiebig. Wir haben TrueRMS, was für mich eine wichtige Funktion ist, getestet. Das NCV finde ich eine echt tolle Funktion, muss ich sagen, dass man ein Leitungssuchgerät drin hat. Du magst sicher auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Und an der Stelle bedanke ich mich mal bei Elektor, dass ich mit Matthias wieder ein Video machen durfte. Mhm. Und dass man das Gerät, dass er das Gerät mitnehmen hat dürfen, dass wir quasi über diesen Video machen haben können. Wir machen nicht nur Produkte verkaufen, sondern eigentlich machen wir ja was anderes. Heftchen, wo man blättern kann, so mit echtem Papier, mit irgendwelchen Schaltungen und so Zeug drin. Also da sind zum Beispiel auch Artikel drin von, man kann es nicht sehen, weil der, der es geschrieben hat, gerade scharf gestellt wird von der Kamera, Wecker mit Dreifachanzeige Update Firmware-Version von Matthias Clausen. Also, ja, das heißt, ne, neben so Software machen und sich ums Git-Repository kümmern oder Videos machen, ne, kommen auch ab und an mal so kleine Artikel dazu. Das heißt, ne, das sehr schön. Also da kann man ab und zu was von Matthias lesen dann. Mhm. Wer das gerne lesen möchte, Elektor hat uns was Tolles angeboten und zwar kriegen wir Gutscheincodes für 4 Monate Elektor Probelesen. Das heißt, es gibt 2 Printmagazine. Also das kommt alle 3 Monate, kommt eine Zeitschrift. Genau. Man hat ein 4-Monate-Abo, das heißt, man kriegt 2 Zeitschriften. Und das, was für mich das Wichtigste ist, das Abo kündigt sich automatisch. Das ist und cool, ja. Und in der Zeit hast du einen Komplettzugriff auf das Archiv. Das heißt, du kannst rückwirkend einmal in aller Zeit. Ja, Elektor gibt es ja schon ein bisschen länger, ne? Also ja, das Archiv geht, glaube ich, das aktuell online stehen, glaube ich, bis 1990 zurück. Also kann man sich quasi die Heftchen online ab 1990 angucken. Finde ich cool. Ja, also alle Details dazu unten in der Videobeschreibung, wen es interessiert. Voucher-Code und so weiter einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Link zu Elektor natürlich auch dort. Link zum Mastec auch dort. Und damit es nicht langweilig wird, ich habe gesagt, das Ding kommt nicht zurück. Und da sind Schrauben drin. Was macht man? Aufschrauben. Richtig. Das aber im nächsten Video, nächste Woche. Bis dann. Ciao.